Sie ganz froh können meng neue Serie Instinct Same Different an der Galerie neu Licht vorzustellen. Es handelt sich um eine neue Serie, die ich 2019 angefangen habe. Im Moment war ich selber gerne, um eine andere Serie zu schaffen, Embody, wo ich dann mehr meine Archiven analysiert habe von den 20 letzten Jahren. Du hast darum gegangen, dass ich den Autoporträt gegenüberstellen von Landschaften oder wie Interieuren. Ich wollte einfach Emotionen aufheben, die ich entdeckt habe am Laufe von den letzten Jahren. Natürlich vom Jungen bis zum Erwachsenen und zur Frau gehen mit einer gewissen Verantwortung. Und zum Schluss von der Serie weiß ich auch, dass ich schwanger bin. 2016 war ich schwanger von meinen Mädchen, Victoria und Elena. Es sind in ihren Zwillingen und 2019 waren sie gerade 2,5 Jahre alt. Ja, und ich habe gemerkt, dass ich angefangen habe, viel zu malen, ganz kreativ zu gehen. Und das hat mich natürlich ganz interpelliert, das hat mich fasziniert. Und ich dachte, okay, du meinst aber vielleicht eine Arbeit über Telina und Victoria. Und ich habe angefangen, hier das Umfeld zu erforschen. Natürlich schon Fotos gemacht von gewissen Momenten, wo sie gespielt haben oder gelaufen sind. Und ich habe auch angefangen, Aktivitäten zu fotografieren. Wie zum Beispiel sind wir an der Musik gegangen. Und auch an dem Musée de Sciences Naturelles. Und da zu Genf. Wir haben die zwei letzten Jahre noch zu Genf gelebt, also zwischen Lützburg und Genf. Und natürlich hat das dort auch geprägt. Also dafür gesehen man in den Diptyken einen Dialog zwischen der Welt und der Kannerwelt. Deren faszinierenden Kanner haben mich auch fasziniert. Und zum Beispiel an dem Musee waren Dioramen ganz interessant. Das ist die Mise en Scène, wie deren an ihrem natürlichen Umfeld sind, haben uns total fasziniert, interpelliert, weil sie auch so Emotionen auf ihr gehoben haben. Und das war ganz wichtig für an das Erlebten, also für auch die Empathie zu kriegen für deren oder für die Ehrenfeld. Und natürlich hat den dieselbe Instinkt oder Emotionen wie deren dann. Wir kommen auf die Welt, wir entdecken etwas, wir gucken, wir observieren, wir wissen, dass Gefahren gehen. Wir wissen aber auch, dass wir geschützt sind, weil wir in einer Kommunität sind. Und all die Analogien probieren wir hier zu haben. Das ist eine Innocence, die wir am Anfang können, wenn wir auf die Welt kommen, wo wir dann instinktiv auch als Umfeld erforschen, lernen, als auszudrücken. Und das trägt ja auch zu unserer Identität bei. Wie war das schon? Also, das ist auch eine Idee, wie war es, mit der Diptyk geschaffst? Du willst das wirklich in parallel zu dem anderen. Wie hast du den Approach? Wie hast du das gemacht? Wie hast du die Diptyken oder die Bilder vis-à-vis von den anderen rausgesicht? Hey, ich habe wirklich selbst geschafft wie in der Serie Embody. Das ist schon wirklich ein Korpus von Fotos. Ganz viel. Das ist von einem halben Jahr oder einem Jahr, wo ich dann gucke, natürlich gucke Fotos, die ich einfach spontan geholt habe, an Vakanzen, alles, was ich fotografiert habe, Familienfotos, Ausflüge, Aktivitäten. Und dann probiere ich lernen zu finden. Ich probiere zu verstehen, was habe ich erlebt, oder was hat mir das schon erlebt, das letzte Jahr, was war interessant, oder was kann ich wie kann ich das anders artikulieren, ob ein universell oder was? Ich probiere ja eine Kunstarbeit zu machen. Und am Anfang spiele ich wirklich mit meinen Archiven, natürlich mit den Fotos, die ich geholt habe, vielleicht auch ein paar Fotos, die ich mir schon geholt habe, mit den Sessionen noch, das neue Element, das dabei kommt, weil ich wollte integrieren an die Optik, weil das auch schwer war, weil ich aber mehr ein Anhören für die Fotografie, das ist Denken an der Fotografie. Und ich wollte, ja, das ist wirklich ein Zusammenspiel von zwei Universen oder drei Universen, also zwei Universen, die bei mir kommen. Und wie das sich um Körper handelt, aber wenn ich dann einen Dialog herstellt mit einem anderen Bild,
entsteht eine andere Dimension, eine metaphysische Dimension, eine metaphorische. Ich kann nicht viel mehr daraus lesen, alle anderen sehen. Auch ästhetisch. Und sehen, okay, vielleicht hat Künstlerin da zusammen gesagt, findest du Farben oder durch Formen. Ja, zum Teil. Das alles muss zusammen passen. Und aus dem Sinn auch. Und dafür gebe ich meine Bilder auch einen Titel, für zu weisen, dass du noch die Diptyken auch validieren durch einen Titel, der vielleicht universell ist. Oder eine Meinung soll ausdrücken, eine Idee soll ausdrücken. Aber es kann auch eine ganz andere Idee sein für den Betrachter. Das ist für mich, für den Zusammenspiel zwischen Diptyken, wird auch wichtig, irgendwie rekomposieren, eine Geschichte, eine Mengengeschichte, eine Universalgeschichte, also die vom Erforschen, vom Entdecken. Und ich meine, jeder kann sich ein bisschen daran sehen. Und auch Mengen kann, wie sie Textbuch gesehen haben, haben sie rum andere Sachen entdeckt. Sie sehen sich auch nicht unbedingt an denen, sie wissen nicht, sie erzählen, aber sie denken dann an die Sachen, die aus dem Bild sind, also die Atmosphäre, die, ja, sie wissen, dass sie gelaufen sind. Ja, genau, dass sie bei der Spielplatz waren. Und ja, an den Jahren der Dierwelt ist an denen sind ganz interessant, weil man ja in einem anderen Universum auch ausschneiden. Was auch noch dabei könnt, ist, dass die richtig Kompositionen auf der Mauer muss. Das heißt, du musst nicht nur in die Optik, du kreierst nicht nur eine Lien zwischen an der Foto selber, aber du musst auch noch eine richtige Komposition. Das heißt, du schaffst auch noch mit großformatigen Fotos, die du auf ein paar Beiträge gelöst hast, die dann rum einen anderen Aspekt herabbringen an die Geschichten, die du bei uns erzählen willst. Also für mich war mir so ein Espace, also von der Ausstellung ganz wichtig, die ist schon ein Parcours ausgedacht und auch probiert, eine Chronologie an der Geschichte zu haben. Und da war auch wichtig, dass ich auch mit verschiedenen Formaten arbeite, auch mit verschiedenen Tiefen vom Bild, für eine Rhythmik heranzubringen, auch die Bewegung, die Lebensfreude an. An der Fotografie, die ist also zweidimensional. Und ich meine, durch die verschiedenen Ebenen, auch vom Format oder vom Objektfoto, entsteht die Dynamik. Die Schwarz von den Postern, die ich auch gemacht habe, sind wirklich so gewählt, dass den Klient noch soll verstärken, also von der Idee oder die Sensibilität, die ich will aufheben, oder die Emotion, die ich will aufheben, das erforschen, das entdecken. Ich stehe ganz viel Wert auf Matthias, auch also vom Fotopapier, dass dann eine Textur drin ist, eine Sensibilität vom Papaya, dass Farben auch dementsprechend so rüberkommen. Vielleicht mehr, dass es mehr Pikturales auch da ist. Es ist nicht die perfekte Foto, aber es mehr Pikturales, es mehr am Sensiblen. Also ja, weil etwas Organisches ist, das finde ich an der Foto. Ja, was nur unter Emotionen soll für Druck kommen oder unter Körper, also Foto als Körper, den eine Emotion hat, ein Körper, den ein Gedächtnis hat, eine Memoire, den das an sich hat. Ein Foto geht als irgendwie ein Spiegelbild von dem, was man erlebt. Und die Materialität spiegelt sich nicht nur an den eigenen Fotos, sondern auch an den Zeichnungen, an den Wirken von den Kanner, die auch Teil von der Ausstellung sind, ein Teil von dem ganzen Konzept, was du als proposierst. Und wie passt wie bist du auf die Idee gekommen, wie überhaupt Zeichnungen von den Medischen auszustellen oder zu weisen? Ja, wie hast du die Idee gekommen? Zeichnungen sind ganz wichtig an der Genese vom Projekt. Das heißt, ja, das war ein Auslöser für wirklich Kanner zu observieren. Das heißt, mich hat das fasziniert. Ich habe dann auch probiert, Zeichnungen zu fotografieren während dem Prozess. Ich habe auch Enregistrements gemacht, damit ich mal erzähle, was sie erlebt und was sie da zeichnen. Weil heißt du, und sie hier Ideen, hier Fantasiewelt und ich interpretiere natürlich das, was gemalt ist, ganz anders oder mit meinen Ideen, so wie ich das auch an der Foto möchte. Hier stehen die nicht realisiert, hat eigentlich den anderen, den observiert, gesagt, darum habe ich anders dran. Ja, und ich finde aber, es wichtig schon für die Expo, Zeichnungen heranzubringen, wie ich schon gesagt habe. Zeichnungen wollte ich herbringen an den Diptyken selber. Ich nehme zwei Diptyken, die eine Zeichnung haben, zum Beispiel die
den Diptyque Playground, wo dann zwei Heroen drauf sind und gegenüber gesagt mit einem Tafelbild, den ganz ludik ist und spontan entstanden ist und das le Terrain de Jeu, wie ihr seht, also der Spielplatz für mich, auf jeden Meter schon, jederin trägt sich aus, ob es nicht anders weiß. Und ja, in dem Raum auch und ich wusste, dass da dann die Präsenz von den Zeichnungen soll sein. Natürlich war das keine einfache Challenge, weil ich ja nicht so an der Installation gewinnt war oder so. Und ich habe auch verstanden, dass ja, zum Beispiel Originalzeichnungen, das haben noch nicht so gepasst, weil ich nicht Installation gedurcht habe. Mit der O-Fotografie von den Zeichnungen hat am besten dann geklappt, weil ich doch immer Medium sind von der Fotografie. Das ist auch auf ein ganz instinktiver Weise entstanden. Natürlich schon wirklich Zeichnungen, alle guten, diese innerhalb von 2,5 bis kurz vor 4 geguckt, alles so wie die Archiven und dann auch ganz spontan selektioniert und dann zusammen gesagt an ein Mosaik. Es geht nicht um eine Chronologie, eine Chromatik, aber wirklich schon die Zeichnungen, die mich dann am Schwarzsee markiert und dann selektioniert. Es sind nicht nur Wichtigkeiten oder nur Symboliken. Und ja, und ich bin ganz zufrieden vom Resultat, weil das wirklich so die Welt so repräsentiert von denen zwei, also von Victoria, von Elena. Und gesagt, dass sie auch das, was sie lief tun, verschafft tun. Zum Beispiel gesagt, auch ein Haus, also ein Haus gezeichnet, wo sie am Haus dran sind und draußen aus dem Virus, während dem Konfinement. Ja, ich weiß es, weil ich gefragt habe, was hast du dann die Leute durchstrichen, ob die Leute, die Personage gesehen haben, wie Hosien. Ja, das war die Phase von Hosien auch im Christa. Und ja, und das ist auch ganz flott. Zum Beispiel habe ich auch gefreut, weil ich im Moment auch schwanger war, könnte ein Familienporträt machen. Das war zum Beispiel ein Kommand, die kann er von der Schwester schon, weil ich sie nicht drauf bin, dass Noemi gleich auf die Welt kommt. Und da haben sie dann auch schöne Porträt, Familienporträt gemacht, Mama Noemi. Das ist dann auch präsent auf der Mauer. Ja, der Tritt, der gleich geboren, als auch an der ganzen Serie mit dran, mit den Händen. Das ist das am letzten Raum und ja, seine Präsenz als du. Und wird das auch dann, ja, das wird die ganze Konstellation von denen zwei oder den Trio mit mir anderen, also sind wir zu 4 Meter. Schaut mal den Papa, den auch da ist. Und der Papa ist dann den Steib, den Meterschadow dreht, neben einem Pangolin. Ja, und das fand ich auch flott, dass den Mann dran ist, an den es wirklich gibt es viel Rückhalt an Schmengen. Ja, schon vielleicht aber klangen den Album zurück. Also, das ist aber vielleicht für klangen Familienalbum. Francis Puss hat ja dann einen Text auf Englisch geschrieben und ich schätze auch von dem Familienalbum, den rekomposiert. Und sie hat wahrscheinlich recht, dass ich das auf einen gewissen Art und Weise mit der Serie gemacht habe, indem ich das Porträt dann auch vom Papa dran habe und von Noemi das lässt. Was à la base aber nicht l'intention war, also nicht Ziel war. Ziel war wirklich, ob Instincts sympathy zu schaffen, das heißt, ob die Instinkte, also das spontane, instinktive Forschen, also weil die so gut, wenn ihnen ganz klein ist, und ob die zwei auch, die ganz viel interagieren, natürlich die Zwillingen, ähnlich Zwillingen, die auf Welt kommen, eine similäre Identität tun, also sich gleichen, mehr tun noch ganz verschieden gehen durch das, was sie leben am Alltag und immer mehr selbstbewusst gehen und hier Charakter kreieren. Und das ist das, was flott ist. Und das hat ihn auch anhand von den Zeichnungen und zum Schluss auch gesehen, dass sie Schlösser lösen, dass jeder in der Besanisch zeichnet dasselbe und dass jeder sein Univers auch entdeckt. Und durch die neue Schwester, die du dabei kommst, ich meine, dann wird das Universum ein bisschen geändert. Das heißt, sie werden sich auch hier im Binom gehen sie vielleicht ein bisschen anders das ab, also weil du die kleinen Schwester dabei kommst. Also es wird bestimmt noch spannend zu sehen, wie die Evolution weitergeht. Definitiv. Also das wird ja, das sehen wir, also indem wir das observieren. Und ich meine, das ist auch interessant, wenn man das weiter observiert, wie sich entwickelt, auch Noemi.
aber die Interessen im Moment zu verschiedenen Alteren kann er haben. Also, wie gesagt, kann er, wenn sie klein sind, sind sie spontan, sie froh, wenn sie es gesehen. Ja, wenn sie mit alt sind, sind sie vielleicht nicht mehr interessiert für etwas. Aber wenn sie mehr alt sind, jugendlich, vielleicht sind sie grand, dann gerade mit Zwilling, dass sie nicht mehr zusammen sind. Und das werde ich schon gerne observieren. Ich bin gespannt, wie sich werden entwickeln, Mutter, Schwestern, ob sie mir dann auch eine Rolle werden haben als Großgeschwister. Ja, was ganz sicher ist, und diese Arbeit sind ich viel mehr autobiografisch. Das war nie die Absicht, dass ich so viel über mich devaluieren. Natürlich ist das Thema von Zwillingen Sinn, Zwillingen, Apps wird immer fasziniert. Jeden an Kasinen später hin, ich ein Kern, das Thema gibt abschaffen, man Menge Mädchen selber, wenn sie die verfroren, mich geben nicht los so spontan machen, ohne die Erlebnis von Menge Mädchen. Mhm. Da müssen sie schon jugendlich sein und da müssen sie auch, weil sonst werde ich zu viel Preis geben über ihre Identität und ich meine, ja, sie gehen schon genug observiert, weil sie abfallen und sich gleichen. Und das muss nicht sein, wenn Mama dann auch noch übertreibt und auch den Fokus noch drauf setzt. Und ich meine, dafür ist es gut, dass man dann ein drittes Element dabei kriegt, wie Noemi, weil das dann, das alles mir abbelieft. Ja. Ja, vielleicht was interessant ist, zu erwähnen, ist, dass ich immer mit der Rekke-Figur mich konfrontiert habe. Natürlich, ich wollte immer etwas aussehen über verborgen Identität, Sachen, auch viel hier, wenn die vielleicht nicht direkt sieht, mit mehr am sensiblen Bereich sind, also am Erfassen von etwas, was die nicht direkt gesagt. Und ich probiere an dieser Arbeit auch, auf Sachen aufmerksam zu machen, die nicht direkt gesagt, also muss ich ja nicht frontal erweisen am Gesicht, und kann ich das selber erzählen, ob ich mehr sensibel oder weiß oder poetisch oder wie auch immer.